Die hätte auch Hildegard Knef aussuchen können, dann hätte das jetzt gepasst. Oder hätte Nanda Muskiri. Nein, das muss Audrey Hepburn sein. Beginne mit der hinteren Partie und tupiere das Haar, um Volumen zu kreieren. Rolle das Haar nach hinten ein und befestige es mit Haarnadeln. Ja, ist richtig schön, den Staubsauger im Hintergrund, ne? Oh Gott, sehe Audrey Hepburn-mäßig. Das ist eigentlich mein Vergrößerungsspiegel, sonst kriege ich im Leben ja diese ollen Klimperwimpern da nicht drauf, ey. Mal ein bisschen beige hat, ne? Die hat ja eine Haut, die hat ja keine Poren. Oder hatte. Die hatte ja keine Poren. Mal wer denkt hier, ne? Aber ist eine schöne Base, ne? Und mein Magen knurrt, ich hab so Hunger. Aber das wird hier jetzt erst durchgezogen. Erst wird hier die Audrey gemacht und dann kannst du auch was essen, ne? Mhm. Und ein bisschen Concealerchen, ne? Damit das auch ein bisschen hier keine Äderchen sind, aber ich glaube, ich mache das nachher in schwarz-weiß oder so, weil das ja so Klassiker ist, ne? Aber bloß keine Augenschatten, ey. Die war ja perfekt. Die war perfekt. Und die Mutti hier, die sieht wieder aus wie ein Ascheimer. Die Augenbrauen muss ich auch unbedingt, die hatte ja ganz andere Augenbrauen. Oh Gott, das wird jetzt nach hinten schön hochdrücken, ne? Die hat ja so ein bisschen Cat-Eye. Am meisten bin ich immer gespannt auf diese blöden Klimperwimpern und die Lidstrich. Alter, Lidstrich, das ist ja mein Todfeind, ne? So, ein bisschen Puder. Oh mein Gott, das alles vom Frühstück hier. Der Concealer auch schön da bappen bleibt. Na, da bin ich immer gespannt. Obwohl Marilyn Monroe möchte ich auch nicht haben. Oder Staubvergiftung verendet hier. Und das alles ohne Frühstück. Und ich sehe auch noch so ein bisschen quallig aus. Na Gott, es wird schon werden. Ne? Jetzt ist sogar Puder am Kaffee. Das ist unfassbar. Was die Frauen für Ideen hat. Die hat ja so richtig... Das ist der Spiegel denn so dreckig? Da kann ja auch kein Mensch was sehen. Die hatte ja so richtig so hier so richtig dicke Augenbrauen. Wir machen jetzt erstmal hier so und hinten ein bisschen schmaler. Die waren vorne ein bisschen breiter. Machen wir mal hier das Blocksystem. Ist doch hier viel breiter wie da. Oh Gott, ey. Das muss hier noch ein Stückchen. Das sieht hier sieht es gut aus, aber hier? Die sind ja eh schon ungleichmäßig. Und jetzt muss ich das hier auch noch so. Danke, Farbenpro. Vielen lieben Dank. Danke für diesen schönen. Oh, schon wieder verhunzt, ey. Alter, das sieht aus. Die wird sich ja im Grab umdrehen. So, dann konturieren wir auch nochmal mein zartes Näschen. Weil die hatte ja so eine ganz kleine, feine, ne? Ich mach mal einen riesen Zinken hier. Na ja, gut. Ich weiß zwar noch nicht, ob das so klappt, was ich hier vorher war. Ich hab das noch nie gemacht, ne? Da vorne. Bringt's jetzt auch nicht wirklich, ne? Oh ja, das will er, naja. Das ist jetzt hier Audrey Hepburn mit langer Nase. So, fertig. Das ist, wie es ist. Ich muss auch noch mal ein bisschen Rouge. Da glaube ich nämlich mal so ein bisschen zarte Farbe und davon nicht zu wenig. Weil das soll ja nachher ein Schwarz-Weiß-Foto werden. Also ich glaube, darauf sieht man das nachher gar nicht, ne? Nur so ein bisschen so. Die sah ja sehr fresh aus, ne? So. Oh, das war schon eine hübsche, ne? Verdammt, ich hätte mir noch ein Croissant holen sollen und so einen Becher Kaffee to go.
Wir haben jetzt zwar kein Tiffany's hier, aber ich hätte mich ja irgendwie vor dem Schaufenster bei uns beim An- und Verkauf stellen können und da Tiffany's hin machen mit der Kamera. Irgendwie so, ne? So ein bisschen fresh hier überall. Das muss langsam Also erstmal ne? fixieren, bevor ich hier mit Wimperntusche und Co. Das Schlimmste, jetzt kommt gleich der Lidstrich, ey. Oh Gott, ey. Ich habe mir hier schon großen Vergrößerungsspiegel hingestellt, weil ich kann das ja mal nicht sehen, ne? Ich bin ja so ein Blindfisch. Ich habe hier einen, den brauche ich fast nie, weil ich kann eigentlich keinen Lidstrich. Ich habe letztens bei Margarita gesehen, die hatte so einen zum Stempeln, Entschuldigung. Ich muss jetzt hier irgendwie mal geschickt meine Hand ablegen. Und die hattet ja, geht das hier nicht größer? Warte, ja, noch größer. Oh Gott. Die hat da so einen zum Stempeln. Könnt ihr mich überhaupt so sehen hier? Ich versuche das jetzt hier mal. Die hat ja Audrey. Von vorne. Schon verdutzt. Die wird sich ja auch im Grab umdrehen, ne? Ist richtig, ne? Es lebe der Gute. Sieht ja auch als merkwürdig aus, ne? Wenn man ein bisschen ausbessern, dann geht das schon. Das ist ja auch so ein fieses Teil. Der malt ja sofort los. Ich meine, soll er ja auch, ne? Aber wenn du denn noch so blindo bist, ist das echt schwierig. Und wie immer, ne? Wenn du versuchst, auf einer Raufasertapete einen geraden Strich hinzuziehen. Das ist richtig Spaß, ne? Das jetzt erstmal so ein bisschen hier antrocknen. Da habe ich so ein bisschen. Das könnte hier auch ein bisschen. Das ist kein Wing, das ist ein Klump. Ich lasse es so. Bevor ich es jetzt noch ganz versauere, ich mag jetzt erstmal da hinkriegen auf dem Faltenacker hier, ey. So, fange ich auch mal hier ganz vorne an. Oh, ich zwinker immer so. So zwinkern. Heilige Maria Gottes. Was hast du dir da überlegt? Fangen jetzt zum Beispiel nach oben hier, ne? Oder? Vielleicht mir vorher so eine Pflaster holen sollen. So, die das mit so machen, ne? Dann wird er besser aussehen. Aber habe ich jetzt hier mal nicht im Petto. So, ich habe jetzt hier so einen ganz, ganz kleinen einzelnen Monolidschatten. Die habe ich letztens geschenkt gekriegt. Das könnte was werden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da so richtig Glitzer drin ist, aber das sieht sehr matt aus. Aber da das ja hier sowieso ein Schwarz-Weiß-Foto ist, probieren wir den mal aus. Und den, die war ja jetzt nicht so dolle geschminkt. Also wirklich, das ist ja so eine Naturschönheit. Die hatte das wirklich nur so ein bisschen betont. Und das machen wir jetzt auch mal hier. Ich muss ja ein Stückchen höher, hätte die Audrey nicht gebraucht, ne? Ich muss jetzt mal ein Stück höher hier, damit man von diesem Betonen überhaupt irgendwas sieht. Ich habe Schlupfis, ne? Ich finde mich gerade wie eine Augen-OP. Das sieht voll komisch aus, wenn jetzt noch die Klimperwimpern da drauf kommen. Das sieht ein bisschen. Muss die ganze Zeit lachen, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich sehe aus, als wenn ich eine Augen-OP hinter mir habe, ne? Was das so verändert, wenn du einen Lidstrich machst, ne? Und dann die alte Suppe, die hier runterklappt, ne? Alter, Alter. So, da ist es jetzt ja relativ auch dunkel. Da will ich das aber ganz heller, weil die hat ja ganz große Augen gehabt, ne? Da schnappe ich mir nochmal so den Concealer hier. Und mach mir das nochmal. Hier nochmal komplett und versuche hier so eine ganz akkurate, damit man das besser sieht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so klappt und möglichst nicht über den Eyeliner drüber gehen. Aber damit man mein bewegliches Lid überhaupt noch sieht. Ich muss da ja ein Stückchen höher gehen. Weil ich habe ja nicht so viel, ne?
ich mir das so angucke, sieht das so ein bisschen aus, als wäre ich einem, hier ist Glitzer drin, dann nehmen wir mal Glitzer, als wäre ich einem kleinen Horrorfilm entsprungen. So die Mutanten oder so. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Glitzer drauf, in der Hoffnung, dass das so ein bisschen hier erstmal, ich muss mich sowieso abschminken, ich muss gleich zur Arbeit, aber so gehe ich ums Verrecken nicht zur Arbeit. Ich meine, ich bin jetzt völlig durchgeknallt. Doch, nochmal, jetzt wollte ich da schon reingucken, in den Spiegel. Ich nehme nochmal dieses Dunkle hier. Gehe hier nochmal ein bisschen drüber. Das ist mir da ein bisschen sehr weiß geworden. Hier oben verstärke ich das noch so ein bisschen. So, unter den Augen gibt es jetzt doch nochmal einen Schluck. Ich nehme mal das Grau, was ich hier oben hatte. Und so ganz, ganz unter den Wimpernkranz. Nur so eine kleine Abgrenzung. Hier so drunter, also wir tuschen die Wimpern da, oder ich tusche die Wimpern hier noch da unter. Also so ein ganz, ganz bisschen. Einfach nur, dass da eine kleine Grenze ist, weil das Auge sieht so bisschen schon merkwürdig aus, ne? So, dann nehme ich mir mal hier so ein bisschen und drücke mir hier einfach so ein bisschen, stempel ich mir hier so ein bisschen winkend, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ne? Damit die Tendenz hier nach oben geht. So, ich nehme mal hier die MA-Sam und dann tusche ich mir einmal schon mal meine Wimperchen ein bisschen vor, damit ich die überhaupt in diesen schwarzen Gewühle gleich wiederfinde und mir da die Kette, den grauen Lidschatten nicht so ganz hier drüber ziehen sollen. Also auf dem Foto sieht das immer aus, als wenn sie nur hier so ganz leicht das so ein bisschen betont hat, aber dann ist es so. Vielleicht mache ich nachher hier noch einen kleinen Tick dunkler. Vielleicht wird das auf dem Schwarz-Weiß-Bild dann besser. Ich glaube nicht, dass die Gesamtsituation besser wird, aber das ist auch so ein filigraner Kram hier. Du. Ich mache ja eigentlich die mit Magneten. Ist richtig, ne? Ich mache ja eigentlich die mit Magneten hier irgendwie lieber, ne? Aber die hätte ich jetzt hier mal nicht parat. Ich habe noch solche zum, wo man den Lidstrich zieht und dann. Da ist doch gar nichts mehr. Das ist ausgetrocknet oder was? Ich komme. War doch kurzzeitig das Internet weg. Also WLAN weg, ne? Mach keinen Scheiß, meine liebe Kamera, ey. Ich kann diesen Look nicht nochmal filmen. So, richtig schön. Kann ich aber nichts sehen. Also erstmal rauflegen hier. Ein bisschen gekürzt, aber ich glaube ein bisschen viel. Da hält es noch nicht so. Ja, 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 ja. Male, male, ja. Da muss man immer nicht sparsam sein mit dem Kleber. Nee, mein Gott, ich mache mir die erst jeden Tag drauf, ne? Ab und zu mal, wenn ich mal Bock da drauf habe oder so, ne? Aber mit Kleber nicht sparen. Ne? Ein bisschen antrocknen lassen, das Ganze. Und am besten eine Pinzette, aber ich kann die Pinzette nicht wiederfinden. Das ist weg. W-I-C-H. Weg. Jetzt nichts sagen, aber wenn ich mir das so angucke hier, ich glaube, ich habe die verkehrt rum aufgeklebt. Nur haben wir eben die längsten, ne? So, Auge die zweite erstmal aufschmeißen auf die anderen Wimpern. Zack. Ich glaube, ich habe die wirklich verkehrt rum drin geklebt. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier los, ey? Überhaupt so Kleber im Gesicht, ne? Ich finde, das sieht eher aus wie die fesche Lola. Ich bin der fesche Lola. Ne? Aber ich glaube, ich habe es da verkehrt rum aufgeklebt. Ja, dann ist das so, ne? Während der Ganze hier trocknet, machen wir mal ein bisschen Haare. Ein bisschen ist gut, das wird nämlich echt anstrengend. Ich habe mir da was im Internet rausgesucht, aber mal gucken, ne? Was der Mutti da hinkriegt. Die Haarpartie von den Schläfen bis zum Anfang des Hinterkopfes ab. Befestige die Haarpartie.
Jetzt toupierst du das restliche Haar, um Volumen zu kreieren. Beginne mit der vorderen Haarpartie und arbeite dich bis zum Hinterkopf durch. Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite. Nimm die seitliche Haarpartie zurück und befestige sie mit mehreren Haarklammern. Teile die obere Haarpartie in zwei Teile ein. Beginne mit der hinteren Partie und toupiere das Haar, um Volumen zu kreieren. Beginne mit der hinteren Partie und toupiere das Haar, um Volumen zu kreieren. Rolle das Haar nach hinten ein und befestige es mit Haarnadeln. Grab a comb and just comb down any flyaways. Now release the front section and divide it into two parts. It's so cool because at this point the hair kind of looks like a geisha hairstyle. Alright, so comb the side of your hair with hairspray and make sure that it's... Nochmal schnell bei Tiffany's, ne? Lippenstift brauche ich noch. Und irgendwas so... Dann gehe ich jetzt mal Fotos machen. Okay, und deine Augen muss noch ein bisschen dunkler. Wir sehen uns gleich zu den Fotos. Ich bin mal gespannt. Alter, ich muss mich auch gleich wieder abschminken. Ich kann so nicht zur Arbeit, ey. Die meine, ich bin jetzt völlig durchgeknallt, ne? Also Vollgas und Bildermann. Der Pony gefällt mir noch nicht so. Da muss ich noch mal was... Oder hat man ihn einfach so? So ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ohrringe habe ich auch nicht. Mal gucken. Und ich habe nicht so eine Handschuhe. Ich sitze also ganz cool und dann so. Diesen Handschuh, den habe ich auch nicht. Vielleicht nehme ich ein paar wie Lederputzhandschuhe oder so. Mal gucken. Ne? Die hat ja immer nicht so knallrot, ja nicht? Eher Nature, ne? Mal gucken. So, und ich werde das jetzt trotzdem nochmal hier unten, kann man das so sehen, ja, mit einem Kajal hier nochmal ein bisschen dunkler machen und hier nochmal hochziehen. Ich glaube, dass das für das Foto sinnvoll sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich mogel jetzt hier einfach mal mit dem Lidstrich. Ne? Man mogelt sich das so ein bisschen hin. Wo sitzt er da? So ein bisschen Kette ein. Ne? Okay, ich schmink mich ja sowieso gleich wieder. Hier ist jetzt zu dick. Das soll ja nur... Ich werde da doch noch mal ein bisschen in Contouring reingehen, weil ich schmink das ja sowieso gleich wieder ab und kloppt da jetzt mal richtig mal von drauf hier, damit das hier noch ein bisschen schmaler aussieht. Und hier die Blausbäckchen, ne? Der hat ja ums Verrecken keine Blausbäckchen gehabt, ne? Jetzt wollen wir hier nur mal so ein bisschen Schatten erzeugen. Hier diese hier, ne? Der Hamsterbäckli. Das muss weg. So, meine liebe Farbenfroh, ich hoffe, ich habe hier das Klassenziel erreicht. Ich werde jetzt ein paar Bilder machen, werde nochmal meinen Pony richten. Mal gucken, dass ich was passendes Schwarzes dazu anziehe. Das war schon echt eine Herausforderung, weil das sind Dinge, die ich nicht so oft mache, auch mit den Klimperwimpern und so was. Naschen. Fand ich mega interessant. Ich bin richtig gespannt auf dein Video. Und jetzt gibt es im Anschluss die Bilder, die ich zu diesem Thema... Das, was du mir geschickt hast, versuche ich einfach nachzustellen. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich bin ganz verwirrt, ne, weil das so ganz ungewohnt aussieht. So, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Aber jetzt gibt es die Bilder. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Und bin mal sehr gespannt auf Farbenfrohes Video. Vielen Dank, Farbenfroh, für deine wieder so einzigartige Herausforderung. Und das kann ich dir sagen, das kriegst du wieder. Ich werde was finden. Ne?
Hier ist jetzt eine Strähne, die will nicht so, wie ich das will. Aber hinten ist ja völlig wurscht, wie das aussieht. Ne? Das ist ja egal, das soll ja vorne schön aussehen. Ich werde da gleich nochmal ein bisschen Haarspiel reinmachen und dann mal gucken. Und dann gehe ich jetzt mal Bilder machen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Und dann kriegst du wieder Farben vor. Ne? Tschüss, tschüss.